Hallo Leute, herzlich willkommen auf dem Kanal Stano Gaming. Und heute spielen wir wieder, wie ihr sehen könnt, eine Runde Forza Horizon. Ich würde sagen, wir legen auch hier direkt los. So, wir packen hier mal kurz den Audi R8 rein, V10. Let's go. Na, V10 Plus sogar. So, wir können ja mal gucken. Oh, der S7 Sportback ist auch so geil, ne? Aber der 13er, weiß ich nicht. Ist das ein Elektroauto hier oder was? Ah, keine Ahnung. Jo, der kostet auch 140.000, Alter. Eine Bugatti. Der Bugatti ist sehr schnell. Ich glaube, das ist auch der, den ich immer fahre, ne? Kann das sein? Weil der hat Beschleunigung 10, Bremsen 10. Der hat Geschwindigkeit 9,6, Handling 9,0 halt, ne? Also das ist bis jetzt, glaube ich, das beste Auto, was ich habe. Da gibt es kein anderes mit 9, ne? Ja. Das kostet einfach 300.000. Oha, 2,8 Millionen. Ist dieses Ding hier wert? Ich weiß nicht mal, was das für eine Marke ist. Habe ich ja noch nie gesehen. Okay. Boah, der Lamborghini Roadster ist auch so ein geiles Ding, ne? Ja, der hier auch. Aber ich feiere den Huracan auf jeden Fall mehr, ne? Forza Edition ist das sogar. Boah, 2,7 Millionen. Der ist sogar noch besser. Noch besser als der Bugatti. In Handling, in Beschleunigung, ja, ich weiß nicht, wo er noch besser ist. Geschwindigkeit ist jetzt nicht so der beste, aber der ist, das ist ja eine Ultramaschine hier, dieser Elemento Lamborghini. Die sind auch alle schon sehr alt, also das hier von 2016, 22 Edition Dingens hier. Wollen wir den einfach mal fahren? Also Lamborghini ist tatsächlich mein Lieblingsauto, also meine Lieblingsautomarke, also mein Traumauto meine ich. Meine Lieblingsautomarke ist tatsächlich Audi, aber ich mag auch Mercedes und BMW, ne? Also sind halt alles dieselben Autos, haben alle einen Motor und vier Reifen, ne? Ja. Okay. Fahren wir mal mit dem Lambo. Aber Lambo ist tatsächlich mein Traumauto, also wenn ich irgendwann mal ein Lambo rumfahre, wäre schon eine nice Sache. Warum fängt es an zu regnen? Ist die Welt traurig, weil ich ein Lambo habe oder was? Egal. So, wir machen auf jeden Fall ein Rennen jetzt mit diesem Lambo. Und wir haben ja auch einen neuen. Ich würde sagen, wir machen diesen. Ja. Also hier überall diese Häkchen, die habe ich schon gemacht. Boah, hört sich auch so geil an. Also ich habe ja bald ein Logitech-Lenkrad. Und dann kann ich tatsächlich auch Forza Horizon so spielen. Auf dem PC, denn ich habe... glaube ich sogar Forza Horizon 5 installiert, aber ich weiß es nicht. Ja. Die Grafik ist natürlich jetzt eigentlich müsste die in 4K sein für euch, ne? In 200 Metern rechts abbiegen. Rechts abbiegen. Oh nee, jetzt bin ich hier gegengefahren. Beschleunigung ist auch so geil bei dem Ding. Nur halt die Geschwindigkeit nicht, ne? Also die Geschwindigkeit. Die Geschwindigkeit ist nicht so geil. Die Hupe. Ich weiß gar nicht, wie schnell der hier fahren kann. Also Handling ist auch eigentlich recht geil, ne? Boah, wenn ich diese Kurven jetzt hier schon wieder sehe. Rechts abbiegen. In 400 Metern hast du dein Ziel erreicht. Thank you.
Ich überhol den noch. Ich habe ihn noch überholt. Wie habe ich es geschafft, Alter? Beendet. Also ich will jetzt sehen, wie knapp das war. Boah. 2 Sekunden knapp, ne? Also 2 Sekunden Unterschied. Das war gerade noch wirklich ein sehr knapper Sieg. Geil. Fortsetzen. So. Perfekt. Das war gerade wirklich ein sehr knappes Ding, aber ich hab's geschafft. Mann, ich hasse das, wenn man krank ist. Hab ich jetzt irgendwas hier bekommen, oder was? Verdiene 5300 Auszeichnungspunkte. Also, ich kann ja jetzt hier mal gucken, ob hier noch irgendwie diese XP-Dinger man kriegt. Also, wie ich die noch kriege, aber beispielsweise dahin fahren. Bei nächster Gelegenheit. Aber so kann ich jetzt eigentlich nichts machen. Leute, ich würde sagen, ich mache mal kurz einen Cut und dann sehen wir uns einfach gleich, wenn ich da bin. Genau. So, da bin ich. Bin jetzt hier da. Hier ist auch irgendwo eine Scheune anscheinend. Ich suche die jetzt mit euch noch. Ah, da oben komme ich gar nicht drauf. Ziel erreicht. Egal, dann suchen wir jetzt einfach die Scheune. Also hier wird die an der linken Seite würde die glaube ich nicht sein, oder?
Schön, dass man hier auf jeden Fall auch was sieht. Wo könnte die sein? Also hier ist sie nicht. Da muss sie ja irgendwie hier oben sein. Also irgendwo hier oben muss doch diese Scheune dann sein. Wo soll die sonst sein, hä? Also ich check echt nicht, wo die sein soll. Die schon in Nähe. Die muss schon irgendwo hier am Rand sein, weil sonst würde es gar keinen Sinn machen. Ah, vielleicht auch hier, ne? Ah, nee, doch nicht. Ich fahr jetzt mal hier kurz hoch. Aua. Lass mich fahren, danke. Jetzt sind wir relativ gut weit oben. Die könnte da unten sein, aber hier am Rand sehe ich gerade nicht. Warte mal, da oben. Da oben was gesehen? Ah, das ist schon wieder die Grenze, glaube ich, raus, ne? Ja. Hier ist nichts. Nee. Upsa. Da. Also hier ist sie auf jeden Fall nicht. Scheiße, wo bin ich denn jetzt gelandet? Nein, es ist wieder mein XP-Dings weg. Also drehen will ich mich jetzt ehrlich gesagt nicht. Naja, gut. Mann. Wo ist diese Kackscheune, ey? Boah. Oh, hier ist XP. Ey, ich bin gar nicht dagegen gefahren, das Flug zu spielen. Die muss hier irgendwo in der Mitte sein. Irgendwo hier muss sie auf jeden Fall sein. Irgendwo hier ist die doch, aber ich finde die nicht. Das hier die Scheune oder was? Nee. Hm.
Okay, also hier ist sie nicht. Ja, okay, Leute, ich würde sagen, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Schaut außerdem auf meinem Discord-Server vorbei, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ich würde mich freuen, wenn ihr drauf joinen würdet. Ja, habt alle auf jeden Fall einen traumhaften Tag. Achso, der Link zum Discord-Server ist natürlich in der Videobeschreibung verlinkt. Schaut da gerne mal vorbei. Ja, aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Habt einen traumhaften Tag. Haut rein, Leute. Euer Stando. Ciao, ciao. Okay, Leute, ich muss hier mal kurz einen Cut reinsetzen. Ich habe die Scheune tatsächlich gerade noch gefunden während der Aufnahme, wo ich die beendet habe. Hier ist diese Scheune, die wir suchen. Endlich. Oh, bitte, verrat's mir, bitte. Ich bin mal mit meinem Weihnachtskostüm, ey. Das ist ein Mustang. Apropos berühmte Filmautos, das ist der aus, wie heißt der Film mit dem Detective? Warte, es fällt mir gleich ein. Ja, was ist denn jetzt der Film, hä? Egal. Leute. Ich mache mich an die Arbeit. Vielleicht fällt mir der Filmtitel ja wieder ein. Okay, auf jeden Fall, das war's jetzt wirklich mit dem Video. Haut rein, Leute. Ciao, ciao. Somebody show me, get in the rush slow, you know I'm going back at the club, girl, your feelings are showing.